Und da habe ich ja Munitionsmittel. Wollte jetzt nicht mit Granaten auf Bienchen schießen. Und. Oh, da sind noch mehr, da sind noch mehr, da sind noch mehr. Da hat doch jetzt irgendwas auf mich hinten geschossen. Das gibt's doch nicht. Hahaha. Ich liebe diesen unsterblichen Chris. Okay, wo ist das? Hä? Das war jetzt irgendwie leicht verzogen, aber wollen wir jetzt einfach mal so akzeptieren. Und nachladen, nachladen, nachladen. Immer A und O, immer frisch gefüllte Waffen. Ja, 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 ja. Mach mal weiter. Weiter. Bam. Voll. Da sehe ich's doch. Ich habe doch da einen gesehen. Willst mich wohl verarschen, du kleiner Penner, wa? Du bleibst schön. Oh, Alter. Hau das Vieh doch einfach im Brei. Ach so, okay. So, haben wir dann noch irgendwo eins, aber ich glaube, wir nähern uns langsam unserem Ziel. Hoffe ich doch zumindest, dass wir es tun. Ah. Bamski, bleib bloß tot da unten. Ich hol das Ventil. Geben Sie Deckung. Was? Was soll ich? Okay, ich gebe Ihnen Deckung. Dann mach mal. Aha. Ja, ich weiß, wir können da lang. Und jetzt... Findest du mich immer wieder interessant, wie die sich auf den Rücken drehen? Hier richtige kleine Spinnchen. Ach scheiße, hat viel Leben noch. Verdammt, wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ah, gut, der Chris. Ja. Haben wir noch irgendwo Muni hier liegen? Ich hoffe mal. Da. Ah, okay, aber... Erfahrung. Da erfahre ich eine Menge drüber. Mann, war der schlecht. Der war jetzt aber wirklich super schlecht. Und... Ada, wo bist du? Hm, Fähigkeiten. Ob ich dazu fähig genug bin? Mit diesen Fähigkeiten noch umzugehen, die mir dieses Spiel spendet in Form von irgendwelchen kleinen Pokalchen? Die nächste Türe ist direkt um die Ecke, aber au, Munition. Und Bamski. Verdammt. Schauen wir mal, schon mal erstmal ein bisschen Platz hier wieder schaffen im Menü. Gut, wir können zur Not die Kräuter mischen. Eine kleine Kräutermixtur. Sie kriegen wohl nie genug, was? Ihre gesamte Einheit ausgelöscht. Schon wieder. Bei so einer Bilanz möchte ich ganz bestimmt nicht zu Ihrem Team gehören, Chris. Ignorieren Sie sie, Captain. Aber eigentlich sollte ich dankbar sein, wo Ihre Männer doch so hervorragende Versuchskaninchen abgegeben haben. Seit damals in Edonia wollte ich sie erledigen. Aber hier geht's nicht um Rache, sondern um Gerechtigkeit. Das war's, Ada. Ja, genau. Das stimmt. Der Raketenstart vom Flugzeugträger steht bevor. Raketen? Die Straßen voll mit Toten. Déjà-vu, Jungs.
Raccoon die Zweite. Aber diesmal nicht nur eine Stadt, sondern die ganze Welt. Zurück. Mehr. Verdammt! Was zur Hölle? Sieht wie ein anderer Strang aus. Und zwei fehlen. Nehmen Sie, was übrig ist. Wir bringen es zur Analyse ins HQ. Hier ist Alpha Leader. Brauche Bericht zu verlorenen Schiffen, sofort! Die Stadt ist gefährdet und wir haben keinen Kontakt zu lokalen Einheiten. Wir brauchen Zeit. Die haben wir nicht. Der Terrorangriff war nur eine Ablenkung. Der echte Angriff verbreitet den Virus weltweit. Was nun? In den hinteren Hangar. Dort müssen ein paar Flugzeuge stehen. Ja, Sir. Alpha-Team, hier HQ. Wir bestätigen, dass Wong die Wahrheit gesagt hat. Ein bewaffneter Flugzeugträger befindet sich im offenen Wasser, nicht weit von Ihnen. Das Satellitenbild zeigt an, dass Sie vorhaben, Raketen aufs Festland zu schießen. Sie müssen sie davon abhalten, auch nur eine einzige davon abzuschießen. Verstanden, HQ. Ah, Henke ist dieses Miststück. Vielleicht tot. Ich bezweifle es irgendwo, weil sie ja schließlich diese Sache erwähnt hat mit Simmons. Der Landeplatz ist erfahren. Schnell! Dass sie ihn halt das gleiche angetan hat wie er ihr. Und wir wissen ja, was er mit ihr gemacht hat, was sie mit ihm gemacht hat. Das macht mich seekrank. Ob dieser Kahn wohl noch lange durchhält? Ich will das nicht abwarten. Also weg hier. Nein. Kiste. Ja, ob sich das gelohnt hat wegen 100 Erfahrungspunkten, aber lassen wir es dabei. Ich möchte mich erstmal ganz kurz hier umschauen. Kiste! Und? Ob der tot bleibt? Was ich mich allerdings frage, gut, es gibt immer Verrückte, die, ich sag mal, die Welt zerstören wollen. Aber gibt es wirklich so viele, die sich Ada anschließen würden für diese Aktion? Ich meine, die müssten ja so viel Macht haben. Aber möchte man wirklich, sag ich mal, die Menschheit ausrotten und dabei wer weiß, wie viel Geld noch reinstecken? Für die Tür braucht man drei verschiedene Codes. Dann sollten wir die schnell finden. Na toll. Also einen Code haben wir schon mal hier. Den Geheimcode. Den wohl erledigt hat. Egal. Hauptsache, er hatte einen Code. Ich garantiere euch, Jake oder Sherry waren das. Denn Leon war es definitiv nicht und Helena. Und ob's Ada ihre eigenen Leute? Nein! Der ist schon fast niedlich. Ach. Ach komm, wir nehmen mal den Granatwerfer, wenn wir ihn schon haben. Genug Power drauf. Da ist schon wieder eins. So, komm, das reicht. Das reicht jetzt erstmal mit Granatwerfer. Da haben wir jetzt genug verplempert. Heulen noch rum. Gut, sagen wir gehen erstmal hier geradeaus. Erstmal suche ich jetzt aber auch eine vernünftige Waffe. Da! 110 Schuss haben wir wieder insgesamt. Perfekt. Ich glaube, da kommen wir nicht so ohne weiteres durch. Aber da auch nicht. Aber hier. So, der nächste Schlüssel. Ach, ne, ist nur die Türe.
Leck mich doch. Oh, bitte, es reicht langsam. Ja, es reicht. Hast du nicht gehört? So. Bam. Ich hasse diese Viecher, weil die ja nie wirklich tot sind. Das hört man ja schließlich auch. Wo sind eigentlich überhaupt die Händchen von denen hin? Die liefen auch teilweise mal kurzfristig rum. Eiskaltes Händchen halt. Endlich! Ja, endlich. Komm, Chris. Wir holen uns jetzt den nächsten Geheimcode. Garantiert Geheimcode B. Geheimcode, hallo? Welchen Weg? Da ist ein Weg. Und die Beinchen da. Spinnt ja wohl. War nur ein Körperteil? Gut, 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 gut. Gehen erstmal den längeren Weg. Ich glaube einfach, das ist besser, weil ich vermute mal, das wird wahrscheinlich der schwierigere Weg von beiden sein. Zu sauber. Mist, der Riegel ist auf der anderen Seite. Ja, dann kommen wir wahrscheinlich da wieder durch, sobald wir einmal hier komplett rum sind. Nix da, nix da. Leck mich doch. Ja. Komm, Chris, du darfst auch mal eine Aktion hier durchführen. Natürlich, natürlich. Soll ein komisches Gestrüpp da drinnen lassen. Oh. Hallo, eiskaltes Händchen. Da hatten wir es wieder. Hätte sich bestimmt gerne diesen kleinen Matrosen hier geschnappt. Oder den. Auch verschlossen, verschlossen. Also da lang. Ich frage mich nur mal, warum wir, sag ich mal, gegen eiskaltes Händchen zum Beispiel immun sind. Oder zumindest hat eiskaltes Händchen keine große Chance gegen uns. Hm. Was war das? Okay, kann man hier unten etwa durch? Was ist das? Ah. Geh doch. Einfach drauf! Verdammt nochmal! Rüsselvieh! Der verliert doch eben ein bisschen die Farbe. Wollt ihr mich verarschen? Nein! So. Jetzt weiß ich, an wen ich mich... Ach, eine Türe war... Jetzt weiß ich, an wen ich mich erinnern, an die Regeneratoris. Von Resident Evil 4, so ein kleines bisschen. War hier nicht gerade irgendwas zum... Ah. Ach. Nee, doch nicht. Also die Kiste hatte ich gerade nicht gesehen, aber gut zu wissen, dass eine ist. Code C. Da ist der zweite. Fehlt nur noch einer. Eigentlich ist das streng genommen der dritte, wenn es Geheimcode C ist. Aber wollen wir uns darüber nicht streiten? Moin! Ja. Babski! Kaputt geworfen im Mist hier. Alter! Mistvieh, du! Verdammt nochmal, wir können es ja gar nicht... Chris, mach doch mal was. Und? So, komm her, eiskalt. Das gibt's doch nicht. Okay, ganz so immun sind wir wohl nicht. Mach das weg. So, jetzt die Erfahrung nehmen wir jetzt noch mit. Ah, da kommt immer wieder ein neues. Wir müssen uns mal hier ein bisschen beeilen. Leck mich.
Bam! So. Verdammt! Hm. Ja. Da haben wir eine Tür übersehen. Sogar mehrere, wie es scheint. Ach, leck mich doch da. Einfach sich den Körper da wieder selbst zurückholen. Das ist ja wohl das Allerletzte, was du machen kannst. Wunderbar, Chris. Wunderbar. Schauen wir noch kurz hier drin rum. Nimm die Hand und schmeiß sie in die Wand. Ah, uns geht gerade wieder jetzt mit der Waffe die Munition aus. Gut, ist nicht wirklich schön. Ich hoffe mal bloß, das ist jetzt auch der richtige Weg, den wir gerade hier veranschlagen. Ah, kipp um! Meine Fresse! Der hat jetzt aber doch schon ein bisschen mehr ausgehalten. Kein eiskaltes Händchen. Perfekt. So, der Code, der müsste eigentlich von hier aus gleich erreichbar sein. Da ist er. So haben wir nicht gerade... Bin ich doof? So habe ich den gerade nicht schon gesehen. Na gut, das ist... Captain! Gut, wenigstens müssen wir uns jetzt nicht damit umgehen. Aber ich habe gerade die Hand hinter uns gesehen. Nimm die Hand! Und stirb! Sterb eigentlich, aber gut. Wir wollen jetzt nicht hier... Ich bin bereit, wenn Sie es sind! Ich sehe das Ding. Ja, super! Hahaha, damit hättest du scheiß wie nicht gerechnet, wa? Damit... Du lebst ja immer noch. Immer noch? Kommt da noch irgendwas von dir? Ne. Code. Erstmal Kiste, ne? Na dann doch, ist ein Geheimcode. Das ist der letzte. Gehen wir zurück. Ja. Und dann machen wir jetzt mal ein bisschen Hackengas hier. Komm schon, Chris. Jetzt waren wir gar nicht hier durch den Weg, ne? Jetzt möchte ich ja doch wissen, was hier ist. Okay. Ah, okay, aber hier ist nur locked. Mist, der Riegel ist auf der anderen Seite. Ja gut, soll mal vorkommen, ne? Haben wir jetzt hier schon? Das könnte ich jetzt gar nicht so beschwören. Also ganz ehrlich, ich habe gerade gar keine Ahnung, wo wir sind. Meine Fresse, die halten echt ordentlich was aus. Ach, okay. Na gut, das war jetzt... Verschwendung. Nee, hier sind wir, glaube ich, falsch. Ja doch, war richtig. Ich höre es. Möchte ich mich nicht gerade mit rumärgern. Ich möchte jetzt nur schnell die drei Codes eingeben. Da. Da. Jawohl. Code Nummer 2. Und ich höre es schon, aber ich will einfach hier weg. Ja, supi. Ich bin schon da. Oh Mann. Leck mich. Eine Tablette musste jetzt einfach sein. Ja, Chris, das machst du schon. So, komm. Captain. Roger. Oh. Ich habe gar nicht gedacht, der wäre so unsterblich. Alter, das Ding lebt noch. Was ist denn los mit denen? Leck mich doch hier. Kriegt jetzt erstmal fett mit der Granate einen ab. So, jetzt lass sie einfach raus, Alter. Komm schon, Chris. Okay.
Captain. Okay. Ja, ja, komm, komm, komm. Put, put, put. Fein gemacht. Fein gemacht, lieber Chris. Es ist hoffentlich ein bisschen besser gelaunt, nachdem wir zumindest im Glauben sind, Ada sei tot. Irgendwie kann... Ich glaub's einfach nicht. Au. Oh, 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 oh. Nein. Oh. Verdammt, das hält uns nur auf. Oh Mann, oh Mann. Es steht uns schließlich noch irgendwann ein Bosskampf bevor. Also möchte ich lieber noch nicht so viel Granatwerfer verwenden. Oh, da waren schon wieder diese Lüftungsschlitze, aber ich will erstmal... Sehr schön. Wer baut sowas? Das macht doch gar keinen Sinn, so einen leeren Flur dahin zu machen. Aber gut. Ich meine, man hat da schließlich den Platz, ob man den verwendet oder nicht. Was da ist, ist da. Muss man jetzt nicht unnötig zubauen. Oh, da gehen wir Hackengas. Ach so. Starten wir durch. Wäre ein sogar relativ schnelles Kapitel gewesen, wenn es jetzt zu Ende ist. Ah, okay. HQ an Alpha. Der Flugzeugträger wurde lokalisiert. Der Flugzeugträger ist mit Flaks bestückt. Vernichten Sie die Geschütze, Alpha. Mit einem einzigen Flugzeug? Klingt eher wie ein Himmelfahrtskommando. Hey, Pierce, haben Sie sie im Visier? Geben Sie den Befehl, Captain. Oh Mann, das kann jetzt was werden. Na? Okay. Ah. Wo haben wir noch mehr? Die Startprozedur hat bereits begonnen. Von nun an können wir nichts tun, um sie zu stoppen. Die Rakete enthält ein Virus. Ihr Einschlag hätte viel schlimmere Folgen als bei normalen Sprengköpfen. Komm schon, Mann, komm schon. Wir können das nur verhindern, wenn wir auf den Flugzeugträger kommen. Wir haben keine Wahl. Machen Sie sich bereit, es geht los. Lass mich nicht schießen. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich schieße einfach mal. Also andauernd den Schießknopf drücken. Treffer! Ah, hab ich. So, komm. So. Ada sagte, sie wolle der Welt Raccoon City bringen. Aber wir wissen nur von einer Rakete. HQ, kommen. Befinden sich einer? Noch weitere Schiffe in den Gewässern? Negativ. Uns wurde nur der Flugzeugträger gemeldet. Könnte uns in die Irre geführt haben. Zuzutrauen wär's ihr. Alle Flakgeschütze wurden ausgeschaltet. Jawohl. Gut, und jetzt zur Rakete. Finden Sie einen Landeplatz, Captain. HQ an Alpha. Der Raketen-Countdown wurde eingeleitet. Finden Sie die Steuereinheit. Verhindern Sie den Start. Verstanden, HQ. Sind dran. Ja, das kann jetzt ja was werden. So, also... Alter... Hier geht's nicht weiter. Ein bisschen Pyrotechnik sollte Wunder wirken. Okay, ich gebe Ihnen Deckung. Ach, verdammte Scheiße. Okay, okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Okay, komm, das müssen wir schaffen. Uns läuft die Zeit davon. War ja gut, wenn man keine Angst hat, dann irgendwelche Metallsplitter treffen, aber das ist in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Jetzt muss ich nur noch schnell den Weg finden. So, komm schon mal, die Zeit läuft, die Zeit läuft. Ah, nächste Pyrotechnik. Da bin ich jetzt richtig froh, dass wir jetzt wirklich den Pierce steuern und nicht Chris. Ja, 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 ja. Ja, das ist schön. Scheiße. Das muss gereicht haben, oder? Wir haben noch den Typen hinter uns. Sauber. Und wir kriegen noch ein bisschen Munition da ab.
Alter, nein, was ist das? Sieht nach mehr Ärger aus, als wir brauchen. Mist, jetzt wird der Kampf übel. Ja, ach. Das Ding hängt jetzt schließlich auf dem Flugzeugträger. Wo muss ich denn lang? Genau deswegen. Ich werde es mich glatt nicht quatschen. Ha, 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 ha. Okay, okay, okay. Da hoch, da hoch. Los, komm. Komm, schnell, schnell. Wir müssen den Raketenstart verhindern. Beeilung, Pierce. Die Zeit wird knapp. Ja, 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 ja. Bam. Komm, noch zwei. Eins, zwei, drei, vier. Nein! Verdammt. Oh Mann, jetzt habe ich es aber. HQ an Alpha. Raketenstartsequenz wurde abgebrochen. Gut gemacht, Pierce. Und jetzt zurück zum Flugzeug. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, schnell, schnell. Verstand! Alter, sind die Dinger größer? Wir müssen zum Kran. Ich hol sie ab. Kran? Ist das der Kran? Ich hoffe mal, das ist der Kran. Komm schon mal, lauf, 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 lauf. Hey, Captain, es läuft etwas unfair hier unten. Wie wär's mit Hilfe? Los, lauf. Lauf, lauf. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig lauf. Jetzt kann man sich um das Scheißvieh kümmern. HQ an Alpha, wir haben einen Notfall. Startsequenz der Rakete wurde eingeleitet. Wie zum Teufel? Ernsthaft, was soll denn der Quatsch jetzt? Das ist Ada. Sie wusste, was wir tun würden. Wir haben keine Zeit, Alpha. Erlaubnis zur Zerstörung der Rakete erteilt. Ja, 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 ja. Müssen erstmal das Scheißvieh loswerden. Verdammt, der versperrt den Weg. In Ordnung, Pierce. Schalten Sie die Raketen aus. Bin schon mitten dabei. Wunderbar. Was? Scheiße. Sie fliegt auf die Stadt zu. Hier ist FOS. Hört mich jemand? FOS? Chris Redfield von der BSA. Moment, ich verbinde Sie mit Agent Leon Kennedy. Was? Leon! Leon, wo bist du? Chris, wir sind direkt bei Tachi. Warum? Verschwindet von dort! Gut, den Abschluss kannten wir schon, also von daher war das jetzt nicht allzu überraschend, dass die Rakete durchkommen wird. Oh, geht mal weiter. Leon! Leon, alles klar? Ja. Aber es sieht schlecht aus. Sehr schlecht. Verdammt! Chris, hör mir zu. Du musst zwei Geiseln aus einem Unterwasserölfeld retten. Agent Sherry Birkin und Jake Mueller. Er ist Albert Weskers Sohn. Wesker? Chris, er hat Antikörper für das C-Virus. Verstanden. Ich werd's tun. Gut, danke. Leon, warte. Ich muss dir noch etwas sagen. Ada Wong ist tot.
Roger. Sherry und Jake brauchen dich. Lass sie nicht im Stich. Rang S? Alter! Alter, ist das geil, oder was? Ha! Ende des Kapitel 4. Ach, das ist doch schön. Das ist jetzt wirklich schön. Wir haben nur ein einziges Silberding und das ist einen Gegner getötet, während sie sich in kritischem Zustand befanden. Okay. Nee, aber auch mal schön Rang S zu sehen. Hatte ich glaube ich, noch gar nicht. Ne? Ne? Ne, hatte ich nicht. Ach, aber egal. Sie wurden Zeuge eines unaufhaltbaren Albtraums. Okay, sie wurden Zeuge von Adas Ableben. Naja, ob sie jetzt wirklich tot ist, ich glaube einfach nicht wirklich dran. Sie haben sich Zugang zum Flugzeugträger verschafft, einen rennenden Gegner zu Fall gebracht, erfolgreich einen Kopfschuss ausgeführt, Objektkisten können zerstört, bla 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 bla, einen Gegner bla 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 und Treffergenauigkeit Rang A. Bla bla. Nee, gut, also das war jetzt sogar relativ kurz, aber gut, jetzt habe ich heute 2,5 Stunden knapp aufgenommen. Ich denke mal, das wird wieder für die nächsten Tage reichen. Beziehungsweise, wenn ihr das hier seht, dann hab ich natürlich schon wieder links aufgenommen. Ich denke mal, ich werde die Folgen jetzt auch wesentlich länger machen, aber ihr wisst das ja schon längst. Ihr habt es ja schon längst gesehen. Weil das jetzt hier quasi die letzte Folge von dieser Aufnahme ist. Also, na gut. Egal, hoffe, hattet bis hierhin Spaß und bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.